fuck it. Guten Morgen. Wir sind gerade noch in Thessaloniki. Und das ist gerade richtig geil. Wir haben uns alle dafür entschieden, irgendwie draußen zu pennen. Meine Kollegen hier nebendran in der Hängematte. Ich ebenfalls einfach zwischen die Autos reingespannt. Die anderen pennen teilweise im Feldbett. Hinten geht die Sonne auf. Das ist echt richtig entspannt. Außentemperatur war auch, keine Ahnung, 23 Grad oder so in der Nacht. Das ist einfach richtig geil. Fühlt sich so krass frei an, einfach unter freiem Himmel zu schlafen. Wir hatten auch keine Mückenprobleme. Hier gab es jetzt keine Hunde. Also alles super entspannt. Ich denke, wir werden jetzt alle mal langsam wach werden. Dann vielleicht zum Frühstück nochmal eine Runde im Meer schwimmen, weil das ist auch pisswarm. Also das Meer hat bestimmt 25-26 Grad. Hier wird schon wieder fleißig Auto repariert. Der Dachträger vom Multipla hört einfach nicht auf, Probleme zu machen. Unser Camp ist halt ziemlich groß tatsächlich. Also es sind echt viele Autos da. Auch viele Leute, wo draußen gepennt haben. Man erkennt es jetzt nicht so gut, hat man im letzten Video gesehen. Da hinten sind lauter so Trassen mit Wasser. Das sind sogenannte Salzfelder, glaube ich. Also da wird eine dünne Schicht Meerwasser draufgelassen. Dann wird das ganze Ding geschlossen. Dann wird gewartet, bis das Wasser von der Sonne verdampft ist. Und das übrige Salz wird dann da quasi gewonnen. Und ich gehe jetzt, glaube ich, nochmal gleich in der Früh eine Runde im Meer schwimmen. Kennt ihr das, wenn man aufsteht und von der Sonne geküsst wird? Verpiss dich, Digga. Gut, jetzt noch kurz duschen und dann sind wir fresh für die nächste Etappe. Guten Morgen Leute, heute haben wir einen fliegenden Start. Das heißt, ich hole mir erstmal Kaffee, ich hole unsere Tageschallenge und ich werde auf dem großen Kalender abzeichnen, dass wir die Etappe erreicht haben. Ich würde sagen, lass uns loslegen. Ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, was uns heute erwartet. Also, let's go, gemeinsam ins Abenteuer. Flugmodus. Flugmodus für meine Wagen. Also eigentlich soll das Uso sein. Stanislav, mein Freund. Wir haben das Etappenziel erreicht. Dementsprechend können wir gleich unsere Tageschallenge aufmachen und den Etappensticker aufs Auto. Yes. Wärst du so freundlich? Das ist der schönste Trommelwirbel, den ich je gehört habe. Also, Angelochi Hori, blöd. Angelo Hori. Das kommt erstmal auf unsere Miska Bora drauf. Ja. Und dann haben wir hier noch so einen tollen Zettel bekommen. Hier steht drauf: Hellas, amigos. Es steht mal wieder eine 2-Tage-Etappe am Programm. Also 2-Tages-Etappe, das heißt, wir haben wieder heute und morgen, um bis zu den nächsten Checkpoint zu kommen. Und unterwegs gibt es extrem viele Hotspots, die empfehlenswert sind zum Anschauen. Das heißt, es wird auf jeden Fall viel zu gucken geben, denke ich. Aber was noch viel wichtiger ist, was ist denn die Tageschallenge? So Leute, die Challenge heißt Motorfrühstück. Es geht doch nichts über ein ausgiebiges Frühstück. Zeig uns, wie du mit der Kraft deiner Motorhitze ein Ei mit Bohnen oder Speck brätst und halte die Aktion mit einem Foto fest. Die Wertung: 100 Punkte für ein Bild, das dich beim Braten von Spiegelei und Bohnen oder Speck in deinem Motorraum zeigt. Außerdem wollen wir deine Startnummer sehen, damit wir die Punkte rausrücken. Ei und Speck braten im Motorraum. Bei dem Vierzylinder kommt man nicht so gut an den Krümmer, ne? Ja, Gasbrenner. Ja, was? Das habe ich gerade im Kopf gehabt. Was ist, wenn man einfach einen Gasbrenner in die Motorhaube stellt? Ja. Zählt das?
Weil es heißt ja, wie du das Essen im Motorraum zubereitest. Zeig uns, wie du mit der Kraft deiner Motorhitze. Okay, das heißt, es muss mit motoreigener Hitze. Wir müssen nachher mal im Motorraum reingucken, wo wir Hotspots haben. Hotspots, aber eigentlich haben wir oben so eine Abdeckung. Ich würde die ganz ungern abmachen, weil dann haben wir Motorkontrollleuchte, definitiv. Das hatte ich nämlich schon mal. Und dieses Plastik, das wird nicht so heiß, dass wir da ein Ei drauf braten können. Das wäre schlecht, wenn Plastik so heiß wird. Pass mal auf, ja. wir haben Aluminium noch, Alufolie. Ja. Und wir haben noch jede Menge Zeit bis zum nächsten Checkpoint im Prinzip, um uns zu überlegen, wie wir das am besten machen. Die Frage ist, wie viel Grad Celsius braucht man denn, dass man anbraten kann? Es muss schon heiß sein. Ich glaube, 100 Grad reichen nicht, damit du was anbraten kannst, oder? Doch. Naja, es muss ja, ich meine, fest sein dann im Endeffekt. Ob das dann knusprig ist, ist ja andere. Weiß ich mal. Aber ich meine, ich habe mal gehört, so von Straßenbauern, wenn man zum Beispiel Asphalt fährt oder so und Asphalt gar nicht so heiß ist, sagen wir 40, 50 Grad, dann kann man schon Ei drauf tun und dann dauert das halt nur 20 Minuten, bis es halt komplett weiß und gelb wird. Okay, so. Das klingt dann aber machbar. Natürlich ist es machbar. Wir heizen davon, so ungern, aber wir müssen das machen. Wir werden einfach mal ein bisschen Gas geben und irgendwo, ich sag mal Richtung Mittag, wo die Hitze auch ballert, ja, und dann werden wir einfach die Motorhaube aufmachen, gucken, was passiert mit dem Ei. Es läuft davon, so über den ganzen Motor. Irgendwie wird das schon klappen. Bringt vielleicht ein bisschen Sonne dazu. Mhm. Wir haben ja noch einen kleinen Gasbrenner, so ein bisschen von oben oder was weiß ich. Ein bisschen Ei-Brûlé. Genau, das muss ja auf dem Foto schön aussehen. Aber ich glaube, das ist machbar. Also wir haben schon schlimmere Dinge geschafft. Easy, mach mal. Also. Kriegen wir hin. Sticker. Ja, kleben wir gleich drauf. Etappe 5 wäre auch geschafft. Und es sieht schon so aus, als hätten wir die Hälfte aller Etappen schon geschafft. Ne? Das Zeichen ist schon mehr als halb vollständig. So, mein Freund, sind wir soweit? Yes! Auf zur nächsten Etappe. I am ready. Let's go. Okay. Jetzt ist es soweit, dass wir das erste Mal überbrücken müssen. Moment, wir haben kleine Startschwierigkeiten. Alles gut. Also, wir sind ja bestens vorbereitet. Gut, dass wir einen Jumpstarter dabei haben. Kämmst du ran, dann starte ich. Yes, let's go. Jeden Tag das Gleiche. Genau. Kann ich? Gut. Also ich würde das nicht als Schwierigkeiten bezeichnen. Das sind so die ersten... Ich habe Startschwierigkeiten geschafft. Ja, das Auto startet nicht. Ach, hast du das gesagt? Das habe ich gesagt. Ach so. Ja. Ja, das sind so ganz... Das sind Kleinigkeiten. Die Schwierigkeit also ist es nicht. Klopfe auf Holz. Bis jetzt eins der stabilsten Autos, das hier fährt. Noch keine einzige Pfanne. Tatsächlich. Ja. Also der macht so... Kleine Macken hat er doch. Wir haben auch schon mal Motorkontrollleuchte gelöscht. Sowas, weißt du? Mhm. Aber ansonsten, das Auto dass läuft. Wir richtig im Match reparieren mussten, das hatten wir noch nicht. Ja, das wir sind ja gut vorbereitet. Richtig. Na dann, jetzt aber. Okay, zu früh gefreut. Auto läuft doch nicht, nimmt kein Gas an. Der Display hier drin hat gerade gezeigt, Fehler, Gasannahme, wahrscheinlich irgendwie Drosselklappensteuerung oder sowas. Der Stas hat so ein kleines Gerät dabei, wir werden jetzt mal einen Fehlerspeicher löschen, vielleicht geht's dann wieder. Ja? Steckst du an? Schau, wir haben zu oft gesagt, dass nichts kaputt gegangen ist. Das hab ich schon gesagt, heute ist der Tag. Scheiße. Das habe ich sogar gestern gesagt, oder? Nee, heute Morgen. Was hat der für einen Fehler? Habe ich nicht gelesen. Steht nicht dran. Ist alles auf Englisch. Da, Motorkontrolle steht schon mal aus. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. So, Fälle sind weg. Jetzt mal. Let's go. Miskabora fährt wieder. Ja Leute, so wie es aussieht, sind wir an Servia Neraida Brücke angekommen. Diese Brücke ist mit 1372 Meter die längste Brücke in Griechenland. Sie wurde in den 70er zusammen mit dem Polyphitios Stvas Stausee gebaut. Achso, und das hier ist der Polyphitios See.
ersten Checkpoint absolviert. Das war die Brücke, die ihr eben gesehen habt im Zusammenschnitt. Wir sind insgesamt seit 3,5 Stunden heute schon wieder unterwegs, 180 Kilometer geschafft. Und jetzt geht es natürlich direkt weiter zum nächsten Checkpoint. Wir fahren heute in einer relativ großen Kolonne wieder, habt ihr bestimmt gesehen. Was sind wir da? 8, 9 Autos irgendwie so? Ja. Und fahren eben jetzt zum nächsten Checkpoint und das ist eine Drachenhöhle, glaube ich. Also was genau es damit auf sich hat, sehen wir dann gleich. Ich habe heute die ersten körperlichen Rückschläge einstecken müssen. Heute Morgen, bevor ich ins Meer gegangen bin zum Schwimmen, hat mich hier unten am Ellenbogen irgend so eine asoziale griechische Mücke gestochen. Ich bin nicht asozial und ich bin nicht Grieche. Ja, Entschuldigung. Also eine Mücke hat mich da gestochen und von dem Stich geht eben so eine rote Linie bis in meine Achsel rein. Also ja, und hier außen habe ich auch einen Stich, der mega dick ist und der ganze Arm ist ein bisschen am Pochen. Also ich habe so einen Druckschmerz bis vor in die Hand. Keine Ahnung, was für ein Mittelchen die Viecher in Griechenland die hier injizieren, aber ich habe sowas wie eine allergische Reaktion darauf, würde ich mal schätzen. Ich habe jetzt eine Anti-Allergikum-Tablette eingeworfen und ein kühles Bier aus der Kühlbox, um ein bisschen auf die gestochene Stelle drauf zu drücken. Wird schon langsam besser. Heute hatten wir insgesamt mal so die ersten Probleme, ne? Bora springt nicht an. Bora springt an und nimmt kein Gas an. Taz wird gestochen. Und Stas unterstützt euch beide. Aber ich wollte gerade sagen, aber Stas geht's gut, ne? Stas ist okay. Also, fahren wir weiter zur Drachenhöhle. Aus dem Licht, hier ist der Tatshof. Wir sind angekommen am nächsten Checkpoint. Aber bevor wir jetzt erkunden, machen wir die Challenge. Ich habe die Kokoschki gefunden. Kokoschki? Sechs Kokoschki. Kokoschki. Ja. Heißt das Eier? Kokoschki. Oder heißt das Sack oder sowas? Das ist im umgangssprachlich, umgangssprachlich auf Russisch, glaube ich. In umgangssprachlich auf Russisch. Let's go. Also Speck, Ei und Alufolie brauchen wir noch. Alufolie? Alufolie. Alufolie. Boah, kommt da schon eine Hitze raus. So, jetzt ist die Sache bei dem Kack-Vierzylinder. Hier kommt man nirgends an den Krümmer. Ein Turbo haben wir nicht. Wo ist es denn am heißesten? Und, warm genug? Naja, wir könnten probieren. Also, hör doch auf, du Verrückter. Das war jetzt so warm. Guck, ich mache Thessaloniki Tiki, habe ich in Griechenland gelernt. Thessaloniki Tiki? Ja, Thessaloniki Tiki, das heißt ein Teller aus Alufolie. Thessaloniki. Oha, das ist ja richtige Pfanne. Ja. Können wir es da zwischen reinstopfen irgendwie? Der Krümmer sollte heiß. Oh, sehr heiß. Pass mal an, ist er heiß? Nein, nicht so heiß wie Kunststoff. Ich hau jetzt erstmal ein Ei in die Schale. Pfanne. Also wir können jetzt entweder 2 Tage warten, bis es festgeschimmelt ist, oder... Ach, das wird schon, guck. Das ist ja schon fast fertig. Aha. Wir machen al dente. Mhm. Al dente. Al dente, oha. Der richtig heiß. Halt, ich brauche schnell einen Tuch. Also, in der Challenge hieß es, wir brauchen noch Bohnen oder Bacon. Hier haben wir ein bisschen Bacon gefunden. Kleine Kostprobe. Und? Ne, ist ganz gut eigentlich. Schmeckt gut. Also die Eier sind schon fast fertig, Tess. Moment, ich muss noch ein bisschen Bacon machen. Wir machen das professionell. Zack. Zack. Und wir haben sogar Smiley gemacht. Guck. Mmh, very, very nice. Doch, sieht das schon was? Ja, ja. Ja, ja. Das wird. Oh, krass, wie das blubbert. Das Effekte. Da blubbert wirklich. Vielleicht wird das Ei durch die Vibration noch fest. Wie beim Sahneschlagen oder so. Ja. Das wird ja grundsätzlich fertig, wenn das auch von oben Wärme bekommt. Ist das so? Ja. Das geht jetzt noch einmal Luft rein. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal so laufen. 5 Minuten. Ja. Und gucken dann unser Gericht an. Sieht fast genauso gleich aus. Hast du noch dein Feuerzeug? Wir haben einfach kein gutes Hitzekonzept im Motor. Ist aber gut so. Ist auch gut so, ja. Es ist gut so. Aber warte mal, wo stand denn, dass das komplett knusprig sein muss? Nirgends. Wir können ja nicht einfach nur reinlegen, Foto machen und dann wieder roh raustun. Und zur Not fresse ich das Ei roh, ist mir egal. Also willst du unbedingt essen? Ja. Dann ist doch so, Beweis. Ja, lass doch erst ein bisschen garen noch. Pussy!
Wir machen das wie in dem Land, in dem wir vorher waren. Wir lassen es ein bisschen bulgaren. Haben wir nicht drüben auf der Auspuffseite vielleicht noch eine heißere Stelle? Haben wir. Haben wir? Aber das ist doch nur der Motorträger. Da unten. Da unten? Ja. Oh, auf den Auspuff? Ja. Auspuff ist gut. Alter, das wird brutal lecker. Ich esse auch. Hält das? Ja. Okay. Dann haben wir jetzt ein bisschen Zeit. Bisschen, aber das wird gleich richtig. Wir dürfen nicht weggehen, wir müssen aufpassen, damit es nicht verbrennt. So Leute, es sind 3 Minuten vergangen und wir können gerne unseren kulinarischen Experiment beobachten. Zack. Ich glaube, wir können es morgen abholen. Quatsch. Also es ist sogar jetzt schon essbar. Sicher? Ist zwar nicht so köstlich. Brauchst du eine Brille? Das Nein. sieht genauso aus, als wie du, wir es Zieh mal deine ab, dann siehst du es besser. Ich bin mir sicher, das ist nicht das Beste, was wir bis jetzt gekocht haben. Aber ehrlich gesagt sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Guck mal, hier ist es sogar schon verzehrfertig. Den Teil würde ich essen und das überlasse ich dem Tess. Also im Großen und Ganzen sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus. So, ich habe gekocht, er isst. Im Regelfall isst man gebratenes oder gekochtes Ei ja mit Gabel und Messer, oder? Ja. Aber so wie das Ei aussieht, habe ich mir jetzt mal einen Löffel geholt. Es ist schrumpelig, nicht fest. Aber es sollte reichen, dass die Bakterien weg sind, Salmonellen und so, ja, war heiß, ne? Wird schon Durchfall geben. So, mein Lieber, hau rein. Die Scheiße, die man sich kocht, muss man auch essen. Aber der Speck ist sogar leicht braun am Rand. Das Eigelb ist... Scheiß drauf, Digga. Schmeckt gar nicht schlecht, der Speck ist auf jeden Fall ein bisschen fester geworden. Abgase auch dabei oder nicht? Ne. Das heißt, der Krümel ist dicht. Mhm. Sauber. Willst du probieren? Nein, danke. Nein, danke. Du lässt mich meine Scheiße selber fressen. Aber ich habe das heute schon gegessen bei McDonald's. Genau dasselbe. Ich glaube, es gibt bessere Motorräume zum Kochen als unseren. Ja. Ja, man lernt ja dazu. Wir wussten ja nicht, was uns hier erwartet. Also dafür haben wir das eigentlich ganz cool gemeistert. Als Kochempfehlung kann ich einen großen Turbolader empfehlen. Yes. Mhm. Übrigens, das Foto müssen wir ja noch einblenden. Ja, hier ist das Gewinnerfoto. Gewinner wahrscheinlich, oder? Nimmst du es für später mit, oder? Ja, klar. Sehr gut. Ich würde sagen, wir haben die Challenge erreicht oder absolviert, gemeistert. Lecker. Frisch gestärkt, kann es jetzt weitergehen zum Checkpoint. Ziehen wir uns noch kurz die Drachenhöhle rein, damit wir dann weiter flitzen können. Die Höhle heißt übrigens so, weil der Eingang wie der Mund eines Drachen aussehen soll. Angenehme Temperatur hier drin. Oh, schön. Warum labert da jetzt irgendeine Box auf Griechisch? Was soll das? Feuerlöscher ganz wichtig. Mhm. Richtig geile Plörre. Labert hier jetzt echt durchgehend so ein scheiß Sprecher? Die Temperatur hier drin bleibt anscheinend das komplette Jahr gleich. Über Sommer und Winter hat man hier wohl 16 bis 20 Grad. Das ist jetzt bei 35 Grad Außentemperatur natürlich eine Top-Sache. Ja? Da kann man hier drin schön chillen. Echt jetzt? Die fügen hier sogar mit Boxen Tropfgeräusche ein. Ich weiß nicht mehr genau, was Stalaktiten. Ich weiß nicht. Dicker, komm schon. Ich muss los. Ich weiß nicht mehr, was Stalaktite und Stalagmite waren. Eins ist ja das, was an der Decke wächst und das andere das, was von unten wächst. Aber jedenfalls dauert es ungefähr 100 Jahre, bis so eine Stalaktite oder Miete 1 Zentimeter länger wird. Dann könnt ihr euch denken, wie lange die Kacke hier schon wächst. 100 Jahre für 1 Zentimeter. Stellt euch vor, das wäre bei Menschen so. Naja, ist eigentlich nicht so das, wonach wir suchen beim Portheu-Rodeo. Also es ist schon geil zu sehen. Ist schon sehr faszinierend, aber es ist halt irgendwie so ein Touri-Hotspot. Vor allem, was sollen das? Dann haben die hier so eine coole Ortschaft oder eine coole Stelle und dann versauen die das alles mit so griechischen und englischen Ansagern, die ganze Zeit reden über Boxen. Die Brücke fühlt sich auch ein bisschen sketchy an. Aber sieht dennoch geil aus, muss man echt sagen. Naja gut, gibt coolere Sachen, ne? Das Highlight da drin war für mich die Temperatur. Also Abfahrt, weiter zum nächsten Checkpoint. Yeah.
Wir haben es geschafft. Unser Etappenziel ist erreicht. Wir sind an den Thermalquellen angekommen. Wir sind auch alle ziemlich am Arsch. Wir werden demnächst schlafen gehen nach 1, 2, 3, 4 Bier. Und dann sehen wir uns im nächsten Video beim Stars auf dem Kanal wieder. Ich erinnere zwar nicht oft dran, aber wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert doch einfach mal Stars Kanal und meinen Kanal. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Macht es gut. Arrivederci.